unsere Truppen mit der Taktikkarte aufhören. You know what I'm saying? Das ist der Grund, wieso das die neue Meta-MP sein wird. Ja, ihr habt es am Titel gesehen. Und zwar wird am Mittwoch, ja, am 17. Januar, kommt ein riesen Waffen-Update mit Season 1 kommt in Warzone 3. Und einige Waffen werden genervt, darunter auch wahrscheinlich die WSP Swarm, die Pool MJ, die Tech Eradicator, die ganzen Meta-Waffen, die gerade zurzeit Meta sind, werden genervt. Und ich habe da schon was Neues im Blick. Im heutigen Video geht es um die WSP 9. Und zwar zeige ich euch in diesem Gameplay, wie krass stark diese Waffe ist. Vor allem, was für eine Distance die Waffe hat. Wirklich, man kann auf Midrange ohne Probleme mit der Waffe Gegner knocken, die gerade mit einer AR auf dich schießen. Es ist wirklich gestört und ich bin fest davon überzeugt, falls die WSP 9 nicht am Mittwoch auch genervt wird, wird das die neue Meta sein. Wieso, weshalb, warum, seht ihr im heutigen Video. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim heutigen Video. Lasst unbedingt ein Like da, ein kostenloses Abo da, falls ihr neu auf dem Kanal seid und nichts mehr rund um Warzone verpassen möchtet und mich auf dem Weg zu den 100.000 Abonnenten unterstützen möchtet. Würde mich enorm freuen. Lasst auch einen Kommentar da für den Algorithmus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, wir starten rein ins Gameplay. Let's go! Der Feind nähert sich. Markiere den Rest des Trupps auf der Taktikkarte. Viel Erfolg. Ein Feini. Digga, ich hatte schon lange nicht mehr abends so gute Lobbys, bro. Das ist krass. Mal Todes-Sweats unterwegs. Egal ob VPN oder nicht, ohne Spaß. René, danke für 4 Monate Prime und Döner, danke für 10 Monate. Danke für die Resubs, Jungs. Kuss geht raus, dankeschön. Leute, hat vor rein. Ich nehme die Kiste. Das ist echt stumpf oder was? Ne, die Panzerungskiste, ich sehe sie nach unten. Bro, die sind ja wieder da, wo die gestorben sind. Ja, Bruder, Panzerungskiste werden auffüllen. Ist ja bei dir. Bro, was willst du denn auffüllen, wenn hier nichts so auffüllen gibt? Hier ist noch eine rote Kiste, Bruder. Warte mal kurz. Oh, die haben meine Waffen. Ja, markier mal, wo sind die? Hier rechts sind die. Wo sind die Deutschen? Ich hab eine gute. Ach, hier bin ich gestorben, ja. Ey, die sind auf dem Dach. Oh, Bruder, hinter uns! Hinter uns! Bruder, pass auf! Ich geh da nicht hoch! Komm, die verfolgen dich! Ja, die verfolgen dich! Wo sind die, Bruder? Komm gleich hier hoch! Bitte, ich will die Deutschen fighten! Ich hab jetzt. Die sind da. Bro, Hotmikes, Bruder, Hotmikes. Echt Todes, Bro.
den Rest des Trupps auf der Taktikkarte. Viel Erfolg. Guck mal, wie der heißt. Einfach keinen Namen, bro. Das breitet sich aus. Was geht, Papfi? How you doing, Papfi, man? Hello. Bitte dreh euch. Show me. Rest des Trupps auf der Taktikkarte. Viel Erfolg. Tschüss. Komm her, ey. Den Rest des Trupps auf der Taktikkarte aufspüren. Ja. Was ist denn noch hier? Ja, schaffen. Wir haben den Rest geortet. Spielen wir nichts Sims, die Ehrenmänner, Digga. Auf Reverb Sims Bock schon tot, ist ohne Spaß. Wie ist Gunloop Skiller? Wie geht's dir, Bro? Schade, dass da keine Kugel vorbeigeht. So ist das schade. Ach Mann, Bruder. Ja, Chat, da geht halt keine Kugel vorbei. Was soll man machen? Das ist echt nicht gut, wenn keine Kugel vorbeigeht. Und no recall auch noch. Komplett Hacker, dieser Deki. Markiere den Rest des Trupps auf der Taktikkarte. Viel Erfolg. Vorsicht. Die Auferstehung wird beendet. Alles erledigt. Den Rest des Trupps auf der Taktikkarte aufspüren. No, I'm saying. Respin leider, aber eh klar. Deswegen nicht zu viel freuen. So ein geiler Finisher, Bruder. Wo kommst du, Bro? Drohnen
Wann geht Turny los? Bruder, keiner weiß. Ich schwör's dir, ich hab auch keinen Bock mehr. Switch-Los sind das einzige, was du Zeit spielen kann an Turnieren. Das dauert immer so bodenlos lange. Gute Play gemacht, oder was? Naja, was kauf ich hier? One we two situation for the win. One we two situation for the win. One we one situation for the win. Ach du Scheiße, Bro. Ey, ohne Boxen, Bro. War echt gut.